Und ich kann darüber jetzt mit Sandra Navidi sprechen von Beyond Global. Sie ist US-Expertin. Frau Navidi, Zelensky hat sich ja optimistisch dort in München gezeigt, was die USA als Unterstützer angeht, obwohl, wir haben es ja gehört, wichtige Milliarden dort von den Republikanern weiter blockiert werden. Wie bewerten Sie denn die Aussichten? Kann die Ukraine weiter auf die USA zählen? Gegenwärtig sind die Aussichten ungewiss. Es ist 50-50. Der Kongress hat sich jetzt erst einmal in die Pause verabschiedet. Zwar hat der Senat darüber beschlossen, im positiven Sinne, aber jetzt steht eben noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses aus. Was tendenziell mehr für eine Zustimmung zu dem Hilfspaket spricht, ist der Tod Nawalnys, ist auch das gerade bekannt gewordene Sicherheitsrisiko durch Russland im Hinblick auf EMP-Waffen, also Electromagnetic Pulse-Waffen, die gegen Satelliten eingesetzt werden können. Was allerdings gegen eine weitere Hilfe spricht, ist, dass Trump dagegen ist. Er zieht im Hintergrund die Fäden bei den Republikanern. Auch der Freedom Caucus, die Mitglieder der radikalen oder des radikalsten Segments der Republikaner, sprechen sich auch dagegen aus. Und von daher ist der Ausgang ungewiss. Aber bei den Republikanern zeichnet sich immer ab, auch wenn es Fürsprecher gibt, also die sich gegen Trump aussprechen, für Ukraine-Hilfe, dann fallen die im Endeffekt immer in Reih und Glied, weil dieser Flügel der Partei, der trumpistische, ebenso mächtig geworden ist. Und Trump zieht ja jetzt schon die Fäden, obwohl er noch kein Amt innehat. Wie würde das denn ab November aussehen, wenn er dann wieder US-Präsident werden sollte? Er hat ja jetzt auch gesagt, dann muss der Rest der NATO-Mitglieder deutlich mehr zahlen, sonst ziehen wir uns zurück aus der NATO. Also wie sind diese Drohungen einzuschätzen? Wie sieht dann das Szenario aus? Ja, dann würde sich das Problem in Anführungsstrichen relativ schnell erledigen. Trump würde einen Deal schließen mit Putin und würde der Ukraine einen Diktatfrieden auferlegen. Aber das Problem ist auch nicht, selbst wenn Trump die Wahl nicht gewinnt, und das ist übrigens meine Auffassung, Stand heute entgegen des Konsens. Ich denke, wenn heute gewählt werden würde, würde Biden gewinnen. Ist ein bisschen overhyped, Trump im Moment, beziehungsweise dessen Chancen. Aber es geht gar nicht um das Geld, es geht gar nicht um diese 2%, denn was immer die westlichen Alliierten zahlen würden, Putin würde mehr bezahlen. Das heißt, das ist im Grunde genommen nur ein Vorwand Trumps. Und selbst wenn Biden gewinnen würde, wenn kein republikanischer Kandidat gewinnen würde, selbst dann wäre das Problem nicht erledigt, denn das ist ein langfristiges Problem. Die Republikaner, die Radikalen, haben die republikanische Partei gehijackt. Alle gemäßigten klassischen Reagan-Republikaner sind entweder ausgetreten, haben die Partei verlassen oder sind rausgedrängt worden. Das heißt, selbst wenn für 4 Jahre vorübergehend dieses Problem in den Hintergrund tritt, im Hintergrund sind weiterhin radikale republikanische Mächte und Milliarden Parteispender, die daran drehen, dass Putin gestärkt wird und dass die USA dann möglichst bald wieder einen Schritt, eine Allianz mit Putin abschließen könnte. Also Alliierte werden zu Feinden, Feinde werden dann auf einmal zu Alliierten. Alles würde auf den Kopf gestellt, nicht zuletzt die Wirtschaftsordnung, die auf Pax Americana beruht. Und nicht nur die NATO ist dabei ja auch wichtig im Hinblick auf das angebliche Bezahlen oder was die westlichen Länder schulden, sondern vor allen Dingen auch zum Beispiel der Schutz der Weltmeere, der durch die USA gewährt worden ist, wodurch Lieferketten geschützt wurden, wo sich die USA tendenziell sowieso schon zurückgezogen haben. Und die Republikaner sind absolut isolationistisch und würden da wahrscheinlich sich auch weiter zurückziehen. Sehr spannende Hintergründe der US-Kennerin Sandra Navidi von Beyond Global. Frau Navidi, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.